Herzlich willkommen bei Folge 897 von Elder Scrolls Online. Es ist immer noch der 23.11.2023 und wir sind gerade dabei, die Quest von Rittern und Schurken fortzusetzen. Und wir befinden uns hier in der Nähe von Gonfalon auf der Hochinsel. Jakan erzählte mir, die anstehenden Friedensverhandlungen, für die wir die Einladungsmedaillons überbrachten, würden auf Hochinsel stattfinden. Leider gibt es ein neues Problem und Fürstin Arabelle braucht wieder Hilfe. Fürstin Arabelle hat mich gebeten, Gildengeneral Quentin und Gildenmagistra Valisea aufzuspüren. Sie wollten eine örtliche Druidin namens Rivanna aufsuchen. Wir sollten im Auftrag der Fürstin bereits Untersuchungen anstellen und waren dazu im Gasthaus von Gonfalon, haben dort ein bisschen was über die vermissten Schiffe und den Orten der aufstrebenden den Orten der Aufstrebenden erfahren und sollten dann zum Leuchtturm, also hierher, zum Leuchtturm der Gonfalon-Orte. Die Leuchtturmwärterin, die hat uns dann erklärt, dass dieser Orden die Kynaret-Statue geklaut hätten, die den Leuchtturm mit Licht und mit einem Segen für die ganze Hochinsel versehen, der für gutes Wetter sorgte und solche Sachen. Und anschließend waren wir hier an diesem Gewässer da, also gegenüber auf der anderen Seite, ungefähr hier, und haben dort eine Strandgutsammlerin befragt, die hat uns dann gesagt, dass man versucht hätte, also der Orden versucht hätte, Strandgutsammler zu engagieren, die Strandgut sammeln sollten, eben von diesen verlorenen Schiffen, von dem hier die Rede ist, mit der verlorenen Fracht. Und die Strandgutsammler, die sollten dann das gesammelte Strandgut in eine nahegelegene Höhle bringen, wo wir uns auch umgeschaut haben. Und da haben wir einen Brief gefunden. Ich glaube, ich nehme an, wir haben den als Quest an Quest Gegenstand. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht im Inventar. Ich dachte, wir hätten den vielleicht als Questgegenstand bekommen. Na gut, dann halt nicht. Das ist die Ultra-Kurzfassung. Ja, und jetzt sollen wir eben diese Druidin namens Rivanna aufsuchen und werden dort hoffentlich Gildengeneral Quentin und Gildenmagistra Valisea, die wir aus der Prolog-Quest in den Folgen 891 bis 894 schon kennengelernt haben und befreit haben aus der Gefangenschaft. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Also hierhin sollen wir. Wir sind hier, das ist ja gar nicht so weit. So. Wir können losreiten. Genau, wir können losreiten. Sehe ich auch so. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Da ist offenbar dieser Berg im Weg. Ja, da werde ich wohl drum rumreiten müssen. Hilft nichts. Ich glaube nicht, dass ich da mitten durchkomme. Aber egal, machen wir. Ich halte die Kamera flach, dass ihr ein bisschen was von der Gegend sehen könnt. Gut, und das sieht mir ja nach Druidenhain aus. Kann man so sagen, ist das der Briefkasten oder was soll das hier sein? Ja. Wäre möglich, dass sowas wie ein Briefkasten ist oder. Ich bin Ja. schon gespannt, was ihr daraus wohl macht. Oder ein Türschild. Aha, die baut hier also Nahrung an. Das sieht mir fast aus wie Mais. Ich sehe keine Früchte dran hängen. Egal, nur eine Randbeobachtung. Druidin Rivanna. Seid gegrüßt, Reisende. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Braucht ihr einen Umschlag oder einen Kräutertee? Ich suche nach Gildenmagistra Valisea und Gildengeneral Quentin. Ah ja, die neugierige Magierin und der ernste Krieger. Sie kamen hier vorbei. Als ich erwähnte, dass abtrünnige Ritter die Gegend gefährlich machen, wollten sie dem nachgehen. Ich habe ihnen erzählt, wo ich die Ritter zuletzt sah, und sie zogen sofort los. Wohin habt ihr sie geschickt? Zu einer Lichtung im Südwesten. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Als ich das letzte Mal Kräuter suchen war, sah ich dort einen Haufen Ritter, die sich versammelt hatten.
Sie zwang mich, mich ganz ohne Kräuter wieder zurückzuziehen. Ich habe Valissea und Quentin gewarnt, dass es gefährlich sein könnte. Sind Druiden auf Hochinsel häufig? Oh, man findet Druiden überall im Systren-Archipel. Es sind aber nicht allzu viele auf dem Festland. Vor langer Zeit ließen wir Druiden Tamriel und seine Sorgen hinter uns. Doch hier haben unsere uralten Bräuche überlebt. Warum haben die Druiden das Festland verlassen? Unsere Vorgänger unter den Bretonen glaubten, die Zivilisation sollte an der Seite der Natur leben, anstatt sie zu zähmen. In den frühen Jahren der Direnni-Hegemonie rangen sie um die Seele von Hochfels. Was ist geschehen? Sie haben verloren. Ins Exil getrieben, suchten die Druiden einen Ort, an dem sie entsprechend ihres Glaubens leben konnten. Ihre Wanderung führte sie auf die Systren. Die Anhänger des Wirt blieben zurück. Sie wandeln auf einem anderen Pfad als die Druiden. Und was genau ist eine Druidin? Wir folgen den alten Wegen. Manche nennen uns Priester von Ifre, doch das ist nur ein Teil unserer Wahrheit. Wir sind Kinder des Landes, wie die Wirt. Führer und Lehrer für jene, die in Harmonie mit der Natur leben. Die Leute sind nicht dazu bestimmt, sich vor Kronen aus Metall zu verneigen. Seid ihr eine Art Würdin? Nein, meine Freundin. Wir kennen die Wirt und respektieren ihren Glauben. Druiden und Würdinnen sind zwei Äste, die aus demselben Baum wachsen. Doch wir sind dazu aufgerufen, in dieser Welt zu sein und nicht dazu, uns aus ihr zurückzuziehen. Manche Zirkel sehen das natürlich anders. Zirkel? Was für ein Zirkel? Was für Zirkel? Zirkel sind Gemeinschaften gleichgesinnter Druiden. Jeder interpretiert Ifres Willen anders. Doch Druiden desselben Zirkels haben gemeinsame Traditionen und Ziele. Ich gehöre zum Steinlehre-Zirkel. Wir versuchen anderen mit unserem Wirken ein Vorbild zu sein. Gibt es noch andere Zirkel auf dem Systren-Archipel? Wenn man weit genug auf dem Archipel reist, trifft man die Druiden des Ahngezeiten-Zirkels und des Feuersang-Zirkels. Aber der Feuersang verlässt nur selten seine Insel. Und ihr solltet euch vor den Ahngezeiten hüten. Sie mögen keine Leute aus Städten oder vom Festland. Wer sind die Anhänger des Wirt? Die Wirt sind bretonische Hexen. Sie folgen den Lehren und Praktiken, auf die auch die der Druiden zurückgehen. Während wir das Festland verließen, blieben sie zurück, um die Wälder von Hochfels zu schützen. Ja, auf Glen Umbra kann man eine Storyline mit einigen Wirt finden. Sonst noch Unterschiede? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Der größte, der auch euch auffallen würde, ist der, dass die Wirt ausschließlich weiblich sind, während die Druiden alle Geschlechter in ihren Reihen akzeptieren. Und im Gegensatz zu den Wirtschwestern bilden wir Zirkel aufgrund gemeinsamer Glaubenssätze. Ja gut, dann wird das mal geklärt. Auch nicht schlecht, das mal erklärt zu bekommen vom Spiel. Also, Wirten findet man, wie gesagt, in Glen Umbra und zum Beispiel... Es gibt noch andere Orte, aber der Ort hier, der fällt mir hier halt spontan ein. Der Wirtbaum der Beldama, da gibt es eine Questreihe, wo mehrere Wirtinnen zu finden sind. Gut, haben wir das auch geklärt. Druiden Drivana hat mir erzählt, General Quentin und Magistra Valissea wären auf der Suche nach abtrünnigen Rittern, die Reisende ausgeraubt haben, nach Südwesten gegangen. Ich sollte die beiden suchen. Dann schauen wir uns das mal auf der Karte an. Erstmal muss ich hier raus, ne? So. Nun gut. Druidentor entdeckt. Das muss diese Steinformation hier sein. Das eine da sieht aus, wie als wäre es gebaut. Die anderen sind... Ja. Megalith. Ah, da haben wir ja das Druidentor. Ein bisschen wie Stonehenge, oder? Ja.
Freund oder Feind? Feind. Emporstrebender Dunkelbogen. Also. Na nur. Bei meiner Ehre! Ich bin aber überlegen, welche Taktik ich fahre. Wenn ich jetzt mit Funke hier wäre, könnte ich auch die Leidensklinge einsetzen, aber Isobel mag das nicht. Da verscherze ich es mir mit ihr. Ja gut, kämpfen wir halt offen. Wir stehen noch. Seid stolz darauf. Das zeugt von großem Vertrauen, oder? Ja, die hat aber einen Schlag drauf, die hat den glatt 3 Meter zurückgestoßen. Ihr dort, ich bräuchte etwas Hilfe. Ach, wir haben Valisea gefunden. Das wird langsam zum Running Gag, immer wenn wir sie finden, braucht sie gerade Hilfe. Ah, meine Freundin, wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Diese Insel ist weitaus gefährlicher, als ich gedacht hätte. Insbesondere nach dem, was gerade geschehen ist. Erzählt mir, was geschehen ist. Gildengeneral Quentin hat mich begleitet, um die Druidin Rüvana aufzusuchen. Als sie uns von den abtrünnigen Rittern in der Gegend erzählte, wollte Quentin dem nachgehen. Es war der Orden der Emporstrebenden. Quentin wurde überwältigt und mich schlug man bewusstlos. Sie nahm Quentin gefangen. Wurde Gildengeneral Quentin verletzt? Ich glaube nicht. Der Orden der Emporstrebenden hat auf jeden Fall versucht, uns lebend gefangen zu nehmen. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Gelegenheit hatte, einen Schleierspruch zu wirken und so der Gefangennahme zu entgehen. Seid ihr hierher gekommen, um uns zu finden? Fürstin Arabelle schickte mich, um euch zu warnen, dass der Orden der Emporstrebenden es auf die Delegierten der Konferenz abgesehen hat. Und Rüvana hat euch gesagt, wo ihr uns findet. Gut. Jetzt müssen wir Quentin retten. Ich kenne vielleicht einen Weg, um herauszufinden, wohin der Orden der Emporstrebenden ihn gebracht hat. Doch wir sollten uns erst in Sicherheit bringen. Trefft mich in der Hütte der Druidin Rüvana. Meint ihr, dass der Orden der Emporstrebenden euch hierher gefolgt ist? Nein, wir stießen auf ihn, als er gerade mit einem Angriff auf eine Karawane fertig war. Doch ich gehe davon aus, dass man uns erkannte. Oder beschloss, dass es unsere Stellung rechtfertigte, uns gefangen zu nehmen, anstatt uns umzubringen. Doch ihr seid mit einer Warnung gekommen, oder? Was habt ihr herausgefunden? Der Orden der Emporstrebenden hat den Leuchtturm sabotiert. Wir glauben, dass er auch Fürstin Arabels Schiffe hat verunglücken lassen. Die Schiffe hat verunglücken lassen? Wie im Reich des Vergessens konnte er so etwas koordinieren? Der Orden der Emporstrebenden weiß offensichtlich von den Plänen für Fürst Bakaros Konferenz. Er ist mit einer ganzen Streitmacht hier und sorgt für mehr Ärger, als wir erwartet hatten. Ja, Fürst Bakaro, das war der Name, der mir entfallen war. Wisst ihr, warum man euch gefangen nehmen statt töten wollte? Wenn sie uns als Delegierte erkannt haben, gibt es allerlei Möglichkeiten, wie sie damit die Konferenz hätten beeinflussen können. Wenn sie uns nur für reiche Adlige gehalten haben, ging es vielleicht auch um Erpressung. Doch wer kann schon sagen, was diese helmbewehrten Bastarde denken? Wie ist es euch seit unserem letzten Treffen gegangen? Ich bin an Fürstin Arabels Seite geblieben, seitdem wir die Einladungsmedaillons den Delegierten übergeben hatten. Ich hatte gehofft, dabei zu helfen, dass deren Anreise nach Hochinsel reibungslos verläuft. Offenbar kann man dem Orden der Emporstrebenden nicht so leicht aus dem Weg gehen. Was habt ihr und Gildengeneral Quentin hier draußen gemacht? Ich kam, um mit Rüvana über Arcana und ähnliche Themen zu sprechen, und Quentin entschied sich mitzukommen. Als Rüvana uns von den abtrünnigen Rittern erzählte, fürchtete ich schon, dass es der Orden der Emporstrebenden sein könnte. Quentin wollte dem nachgehen. Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. Ach, das haben wir schon gefragt. Was ist denn da los? Ach, ein Vulkanschlot geht hoch. Dann schauen wir mal, Questzusammenfassung. Valisea hat mir erzählt, der Orden der Emporstrebenden habe Gildengeneral Quentin gefangen genommen. Doch sie wüsste einen Weg, um ihn aufzuspüren. Ich muss mich mit Valisea an der Hütte von Druidin Rüvana treffen. Das ist ja
Nicht weit. Das ist ja gleich da hinten wieder. Gut, machen wir. Genau, bing. Weil ein bisschen Unruhe stiften, damit es nicht so langweilig ist. Genau. Ah, da ist er ja. Ich verstehe, Valessia. Tut, was ihr müsst, um euren Freund zu finden. Ich schulde euch Dank, weil ihr mir zu Hilfe gekommen seid. Offenbar hat Fürstin Arabelle erneut eine gute Wahl getroffen. Nun wollen wir einmal sehen, ob wir Gildengeneral Quentin finden und damit auch die abtrünnigen Ritter, die ihn entführt haben. Wie könnt ihr Gildengeneral Quentin aufspüren? Erinnert ihr euch an die Einladungsmedaillons, die ich verzaubert habe? Jeder Delegierte trägt eines und ich kann meine eigene Magie verfolgen, um Quentin zu finden. Wollen wir einmal sehen. Sie sind nach Nordosten gegangen, auf die andere Seite des Lochs. Ich sehe eine verlassene Kapelle, Krypten. Keine Frage, Quentin ist dort. Wenn alle Delegierten ein Medaillon haben, könnt ihr damit die vermissten Schiffe finden? Gleich nachdem uns klar geworden war, dass sich die Schiffe verspäten, bat Fürstin Arabelle mich, es zu versuchen. Ich konnte keine Verbindung zu den Medaillons herstellen. Vielleicht waren sie zu weit entfernt oder eine andere Art von Magie hat sich auf meine Hellsicht ausgewirkt. Doch ich konnte jedenfalls nichts wahrnehmen. Sollen wir direkt zu den verlassenen Krypten aufbrechen, die ihr gesehen habt? Nein, wir müssen zu Fürstin Arabelle zurückkehren und ihr diese Informationen mitteilen. Danach können wir eine Rettungsaktion für Gildengeneral Quentin in Angriff nehmen. Ich werde euch bei Fürstin Arabelles kleinem Pavillon treffen. Sie nennt ihn ihre Amtsstube im Feld, glaube ich. Ja, da waren wir schon. Ich treffe euch dort. Ja, und solche kleine Pavillons hat eben diese Fürstin Laurent auch, Laurent. Deswegen hat sie mich auch an sie erinnert. Ja, ich nehme an, die Befreiung von diesem Quentin, die wäre dann Stoff für eine andere Folge. Wild über Stock und Stein, ach du liebe Güte. Ja, genau, wow, wow. Wo geht's denn hier runter? Ah, hier. Ich glaube, jetzt bin ich bald richtig. Meine Güte, was für ein Ritt. Das Bauwerk schauen wir uns mal an. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Was ist denn das? Vielleicht erfahren wir es noch irgendwie. Liegt hier irgendwo ein Buch, was Aufschluss daraus gibt? Ich kann jedenfalls keins erkennen. Hätte mich jetzt schon interessiert, was dieses Denkmal für eine Geschichte hat. Das klingt wie die Abhain-Kapelle. Aber nur ein Medaillon ist dort. Valessia klärte mich über die Lage auf. Ich glaube, ich kenne den Ort, von dem sie meint, sie würden Quentin dort festhalten. Es müssen die Krypten unter der Abhain-Kapelle am Nordufer des Lochs sein. Werdet ihr mich auf dieser Rettungsmission begleiten, meine Teure? Ich werde euch helfen, Gildengeneral Quentin zu retten. Hervorragend. Das wird wie damals, als ich General Gautier während der Grenzüberfälle von 566 aus der Rake-Festung gerettet habe. Na, das war ein Abenteuer. Auf jeden Fall ist es zu schade, dass Valessia nicht den Fundort der anderen vermissten Delegierten ausmachen kann.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie denselben Gautier meint, den wir auch schon seit Anbeginn von Glen Umbra kennen. Der hat uns doch damals im Kampf gegen V zugeholfen, beziehungsweise wir haben uns gegenseitig unterstützt. Dürfte ich euch zu den Delegierten befragen, die an Bord der vermissten Schiffe waren? Ich denke, ihr habt die Wahrheit verdient. Und mein absolutes Vertrauen verdient ihr erst recht. An Bord der drei Schiffe waren Großkönig Emmerich, Königin Eiren und Prinz Irnskar, der Sohn von Jorun, dem Skaldenkönig. Ich muss einräumen, dass mir die Anführer ganz Tamriels abhanden gekommen sind. Oha, deswegen drei Schiffe, weil man die nicht auf einem Schiff gemeinsam fahren lassen kann, verstehe. Aber Irmska, was hat denn der damit zu tun? Den habe ich nicht so in guter Erinnerung, aber gut, ich will jetzt nicht unken. Die Allianzführer haben entschieden, dass sie selbst bei den Friedensgesprächen anwesend sein wollten. Ich habe sie vor der Gefahr gewarnt, aber wir haben aufwendige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Offenbar haben diese nicht ausgereicht. Finden wir Quentin beim Orden der Emporstrebenden, finden wir vielleicht auch unsere verschwundenen Königlichen. Treffen wir uns an der Kapelle nördlich des Lochs. Mal sehen, was uns erwartet. Ich treffe euch dort. Sollten wir dann Wir Isobel treffen uns an mitnehmen? der Abhainkapelle auf der Nordseite des Lochs. Ich habe bereits einen Agenten vorgeschickt, um das Gebiet zu erkunden. Seid bereit, euch zu verteidigen. Der Orden der Emporstrebenden wird Gildengeneral Quentin nicht kampflos herausgeben. Was, wenn das eine Falle ist? Ja, das kann schon sein. Wie auch immer die Lage ist, ich werde Quentin nicht seinem Schicksal überlassen. Oh, das ist gut. Lasst mich das aufschreiben. Außerdem müssen wir es riskieren. Wegen beidem. Um Quentin zu retten. Und um zu versuchen, etwas über die verschwundenen Allianzanführer herauszufinden. Und sie leugnet weiterhin, dass sie die Ermittlerin Valar Romane geschrieben hat. Ne? Jetzt hat sie sich gerade Notizen gemacht. Ihr meint, die Allianzführer könnten auch dort sein? Wir wissen, dass ihre Medaillons nicht dort sind. Doch die könnten auf See verloren gegangen sein. Und ungeachtet dessen, wenn der Orden der Emporstrebenden die Kapelle als Versteck nutzt, könnten wir etwas über seine Pläne in Erfahrung bringen? Oder vielleicht einen Hinweis darauf finden, wo wir nach den Allianzanführern suchen sollten? Erzählt mir mehr über Großkönig Emmerich, Königin Irene und Prinz Irnska. Kein Interesse an Politik, meine Teure. Das kann ich verstehen. Sie sind die Anführer der Allianzen, die um den Rubinthron ringen. Nun, Irene und Emmerich führen zwei der Allianzen. Irnskar ist der Sohn von Jorun, dem Skaldenkönig, der die dritte anführt. Was? Was für Allianzen? Ernsthaft? Die Frage jetzt echt? Gute Güte, meine Teure. Ihr müsst schon etwas auf das Tagesgeschehen achten. Königin Eiren führt das Altmeri-Dominion, Großkönig Emmerich das Dolchsturzbündnis und Prinz Irnskar repräsentiert den Ebenherzpakt. Die Gegner im passend benannten Krieg der drei Banner. Worum kämpfen Sie? Das ist kompliziert. Der Rubinthron ist unbesetzt und im Kaiserreich Tamriel fehlt ein Kaiser. Keine der Allianzen erträgt den Gedanken, dass eine der anderen vielleicht den Thron für sich gewinnen könnte. Es ist ein Wunder, dass Bakaro und ich überhaupt ihre Einwilligung zu diesen Friedensverhandlungen erreichen konnten. Oh, ich hätte da eine ehemalige Kaiserin, meine Calrissia, meine kaiserliche Drachenritterin, die war schon mal kurzzeitig Kaiser. Tja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, gut. Ist das jetzt schon eine neue Quest? Nee. Falesias Hellsichtszauber wies darauf hin, dass Gildengeneral Quentin zu den alten Krypten der Abhainkapelle im Nordostteil von Hochinsel gebracht wurde. Ich muss die anderen dort treffen. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange das noch dauert, ob sich da eine neue Folge lohnt oder ob wir dann dort sind. Aber ich glaube, das gehört noch dazu. Ich denke, ich mache immer eine neue Folge auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kann sein, dass ich das zusammenschneide, wenn das jetzt nur noch ein paar Minuten sind.